Tehilim 137, und es beginnt Al Naarot Babel. Sham yashavnu gam bachinu bezochrenu etzion. An den Flüssen von Babel, von Babylonien, dort sind wir gesessen und haben geweint, als wir uns erinnert haben an Zion. Zion ist Jerusalem. Was war da? Gott, bevor er die Stadt Jerusalem zerstört hat, bevor er Beit HaMikdash zerstört hat, er hat Propheten geschickt, damit sie das Volk zurechtweisen. Macht's das nicht, seid anständig, macht keine Sünden, Gott mag das nicht. Wenn ihr so weitermacht, der Tempel wird zerstört. Einer von diesen Propheten war Jirmiah Navi, das ist der hauptsächliche Prophet von den Klagen des Fort Beit HaMikdash. Und Gott hat ihm geschickt, Jirmiah Navi, dass er das Volk zurechtweist. Und das Volk hat nicht zugehört. Er hat ihnen gesagt, kommt, verbessert eure Taten. Das, was ihr macht, ist nicht in Ordnung. Und. Was haben die stattdessen gemacht? Sie haben ihn verprügelt, geschlagen, in die Hölle gemacht. Haben nicht auf ihn gehört. Gott sei Dank, heute zu dieser Zeit, man schlägt nicht die Rabbiner. Und Baruch Hashem. Er hat sie zurechtgewiesen, sie haben nicht zugehört und jetzt am Ende, im Endeffekt, ist die Zeit gekommen. Gott entscheidet, dass er den Tempel zerstört. Aber er will nicht, dass der Prophet Jirmiah dort anwesend ist während der Zerstörung. Er schickt ihn weg, er sagt, Jirmiah, geh in die Stadt Anatot und dort gibt es eine kleine Sache, du musst was erledigen, ein Feld kaufen, geh dorthin und er schickt ihn weg. Und zu dieser Zeit, wo Jirmiah nicht in Jerusalem war, Gott hat den Tempel zerstört. Die Feinde sind eingedrungen und ermordet, geschlachtet, verbrannt, kaputt gemacht, Jerusalem und Beit HaMikdash zerstört. Jirmiah erledigt seine Aufgabe, kommt zurück. Und auf dem Rückweg, er sieht vom Weiten, von der Stadt Jerusalem, er sieht dort Rauchwolke. Das war diese Zerstörung. Oh, er denkt sich, Baruch Hashem, endlich ist wieder Beit HaMikdash offen. Und die Leute bringen schon Opfer da, die Opfergabe beginnt wieder zu arbeiten. Baruch Hashem, es sind die Opfergaben. Er kommt näher und näher und er sieht, das ist keine Opfergabe. Er sieht die große Tragödie, die große Zerstörung, die dort war. Auf dem Weg, er sieht verschiedene Glieder auf dem Boden liegen. Hände, Finger, Füße, Köpfe. Er sieht ganze Flüsse von Blut. Er beugt sich und küsst jeden so einen Teil und sagt, oi, wieso habt ihr nicht auf mich gehört? Ich habe euch doch gesagt, macht keine Sünden. Verbessert euch. Es wird geschrieben, es war so viel Blut dort, dass man 7 Jahre lang die Felder damit gedüngt hat. Ja, als Düngmittel. 7 Jahre lang hat man die ganze Felder mit dem Blut von den Juden dort gedüngt. Und er kommt, sieht schon, dass die Juden werden jetzt ins Exil geschickt. Die sind mit Ketten am Hals, Ketten auf den Händen und sie werden jetzt als Sklaven oder einfach von Jerusalem weggeschickt nach Babylonien. Galut. Er geht mit ihnen mit und weint mit ihnen mit. Er geht mit und er geht, bis sie kommen an die Grenze. Fluss von Babylonien nach Prat und dort, kurz bevor jetzt die dort reinkommen, Jirmiah schaut zurück und denkt sich, Moment, es ist noch eine Gruppe in Jerusalem übrig geblieben. Es ist noch die Scheriter Pleta. Ich kann sie nicht alleine im Stich lassen, ich gehe zurück. Und dann plötzlich alle, Jirmiah, unser Prophet, du verlässt uns. Wie kannst du, wir sind schon sowieso jetzt, schauen, in welcher Situation wir sind. Du willst uns jetzt in so einer Situation alleine lassen. Wie werden wir ohne dich dort sein?
Und dort an den Flüssen von Babel, dieser Pasuk, Al-Narod Babel, Sham Yashavnu Gam Bachinu, dort sind sie gesessen und haben geweint. Oi, Jeremia Navi sagt zu ihnen, Mei Danielai Shamayim Vaaretz, Gott ist mein Zeuge, das hättet ihr nur einmal geweint vor der Zerstörung, die Zerstörung wäre nicht geschehen. Hättet ihr einmal geweint vor der Zerstörung, gäbe es keine Zerstörung. Einmal bedauern, oi, Beit HaMikdash. Einmal wünschen, vielleicht, wer weiß, einmal, deswegen sind die Tikkun Chatzot, beweinen und bedauern, dass wir keinen Tempel haben. Hättet ihr einmal davor geweint, wäre es nicht passiert. Es gibt ein Beispiel, Mashal. Es gab einen König, er hat viele Städte erobert, und bis er gekommen ist und bei einer Stadt, er hat sie zur Hälfte erobert und dort die Grenze gemacht. Kann passieren manchmal. Die Grenze dort gemacht und jetzt, die Leute wollten jetzt hin und her, können nicht. Das ist die Grenze. Die Geschäfte konnten sie jetzt nicht machen, waren jetzt Zollbeamte, man musste alles verzollen. Und eines Tages, jemand von der einen Hälfte ist gestorben. Lo aleinu. Jemand von der einen Hälfte ist gestorben und wir machen Levaya. Man macht eine Levaya, eine Beerdigung, man nimmt einen Sarg und Yoshev Beseter Elyon und alle weinen. Oi, Padar Jonam, Padar Jonam, und die gehen so, Beerdigung. Einer von den Juden dort ist eine Idee reingefallen, sagt, Moment, sowieso, wir müssen jetzt die Grenze überqueren. Ich will ein bisschen Ware mitnehmen, schmuggeln, ja, sagt man. Ich will ein bisschen Ware schmuggeln, lass mich bitte in den Sarg von deinem Vater ein bisschen Ware reingeben und ich werde es dort verkaufen. Ich gebe danach auch ein bisschen, sowieso kann man nichts machen. Er war sowieso in der Trauer, sagt, kein Problem. Was willst du da reingeben? Was weiß ich, 200 Gramm CBD oder irgend sowas gibt da rein und sie überqueren die Grenze, alles in Ordnung, nach der Grenze, bei der Beerdigung, er nimmt die Sachen raus, danke vielmals, Baruch Hashem, ich habe Geld verdient. Nur jetzt muss man warten, bis noch jemand stirbt. Sie warten und noch eine Beerdigung. Und noch eine Beerdigung, schon nicht nur er, noch zwei, drei andere Leute, bitte lass mich ein bisschen Ware, ich gebe dir Prozente, ich gebe dir das. Und so haben sie gemacht, bei jeder Beerdigung haben sie ein bisschen Ware reingeschmuggelt von einem Platz zum anderen. Ja, jetzt, weil die Zollbeamten, die werden jetzt nicht den Sarg aufmachen. Quo damit, Ehre von dem Verstorbenen. Bis nachher sie gedacht, Moment, warum müssen wir warten, bis jemand stirbt? Machen wir eine, als ob, Beerdigung. Wir nehmen einen Sarg und da jetzt haben wir mehr Platz. Jetzt machen wir das voll mit Ware und so machen wir Geschäfte. Gesagt, getan und Beerdigung. Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig. Gesagt, getan und sie nehmen. Sie hat das nicht richtig verstanden. Gesagt, getan, sie nehmen einen Sarg voller Ware, Yoshev Beseter Elyon, oi, Padar John, mein Vater, und weinen. Also, Gott sei Dank, Baruch Hashem, geht in Ordnung. Seitdem, jeden Tag Levaya, jeden Tag eine Beerdigung. Und Yoshev Beseter Elyon, und so, jetzt der Zollbeamte, Moment, was ist da los? Habt ihr irgendeine Pandemie dort? Corona, durch so viele sterben, einer nach dem anderen. Aber nachher plötzlich er bemerkt, dass in der Levaya, in der Beerdigung, normalerweise die Leute weinen, aber da in der Beerdigung, die machen, weißt du, gestern war das und das, wie viel ist Kurs heute gestiegen, gesunken und die reden, plaudern, tratschen, lachen, erzählen Witze. Eine Beerdigung, Witze, wie? Er haltet sie auf, stopp, stehen bleiben, macht den Sarg auf. Nein, das ist Ehre von den Verstorbenen. Wo ist dein Chef? Macht den Sarg auf, keine Diskussion. Und sie machen es auf und sieht man dort die ganze Ware drinnen, kurz gesagt, voll bestraft. Am Ende, sie beginnen zu weinen. Oh, bitte verzeih uns, bitte tut uns leid. Der Zollbeamte sagt ihnen, hättet ihr nur einmal davor geweint, hättet ihr vorher geweint,
hättet ihr jetzt nicht weinen müssen. Hättet ihr davor geweint, hättet ihr jetzt nicht weinen müssen.